Am Sonntag war es wie ein Paukenschlag. Um die unkontrollierte Asyllawine einzudämmen, führt Deutschland vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Österreich ein. Doch wie ernst nimmt Berlin die vollmundig angekündigte Neuregelung? Hier am Grenzübergang Passau sind die Kontrollstellen leer. Erst mehrere Kilometer hinter der Grenze sind Polizisten an einer Ausfahrt anzutreffen. Lediglich einige Schwerlaster werden offenbar von den Beamten in Augenschein genommen. Selbst wenn hier Illegale aufgegriffen werden, eine Zurückweisung ist rechtlich nur direkt an der Grenze möglich. Am nächsten Parkplatz nahezu dasselbe Bild. Bundespolizisten winken die Fahrzeuge einfach durch. Weder ein Blick in den Kofferraum noch in die Ausweise. Auf dem Parkplatz stehen offenbar vor allem Autos wartender Journalisten. Haben die Grenzkontrollen dennoch Auswirkungen auf den Zustrom? Tatsächlich trafen am Montag in München deutlich weniger Asylforderer ein. Grund dafür waren jedoch nicht die halbherzigen Kontrollen, sondern der zeitweise eingestellte Zugverkehr zwischen Österreich und Deutschland. Spätestens in den kommenden Tagen dürfte die Lawine daher wieder anschwellen.